Herzlich willkommen zu Surkamp Diskurs. Ich bin Simone Miller und hier bei mir im Studio ist Rüdiger Zill. Herr Zill, wenn das Rauschen des Tages endlich verstummte, wenn die etwas leiseren Stunden der Nacht anbrachen, dann setzte einer an zu seinen geistigen Höhenflügen, umhüllt von der Nacht entstanden Werke wie Schiffbruch mit Zuschauer, Höhlenausgänge, Arbeit am Mythos. Ein Gesamtwerk von mehreren tausend Seiten hat dieser Philosoph hinterlassen und trotzdem gilt er als einer der großen Unbekannten. Ich spreche von Hans Blumenberg. Hans Blumenberg, diesen rätselhaften Giganten, den wollen wir jetzt etwas näher kennenlernen. Sie haben anlässlich seines 100. Geburtstages dieses Jahr eine große intellektuelle Biografie geschrieben. Und vielleicht beginnen wir einfach einmal ganz von vorne. Wie sind Sie denn zu Hans Blumenberg gekommen? Wie ist Hans Blumenberg zu Ihnen gekommen? Denn um eine 800 Seiten starke Lebens- und Werkgeschichte zu schreiben, da muss man sich ja schon sehr für seinen eigenen Protagonisten begeistern. Was also ist dieses Faszinosum Hans Blumenberg für Sie und warum war die intellektuelle Biografie für Sie da die richtige Form? Ja, gute Frage. Also ich meine, sowas ist natürlich immer auch ein bisschen das Ergebnis von Zufall und Gelegenheit. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und gesagt, über wen schreibe ich denn mal eine Biografie? Also zunächst mal bin ich auf Blumenberg gekommen über die Metaphorologie. Dafür ist er ja bekannt. Das ist ja doch eines zumindest seiner Markenzeichen. Da bin ich aber erstmal gar nicht so richtig mit warm geworden. Ich bin dann intensiver auf ihn gestoßen, als ich es etwas genauer wissen wollte und ins Archiv gegangen bin und seinen Nachlass angeguckt habe. Und das ist ein riesiges Faszinosum, weil der Mann sich extrem selbst dokumentiert hat, seine Arbeitsweise, seine Arbeitsschritte. Und man kann an diesem Marbacher Nachlass, an dem Archiv, sozusagen Philosophy in Action sehen. Man kann sehen, wie unabhängig von den Inhalten noch, wie jemand arbeitet und wie ein Gedanke auf die Welt kommt. Das war erstmal ein großes Faszinosum. Und dann erschloss sich mir auch die Sache immer mehr. Blumenberg als Denker, der eine unglaubliche Spannweite hatte, der ein brillanter Autor natürlich war, das muss man auch dazu sagen, der ja auch nicht nur philosophische dicke Bücher geschrieben hat, sondern auch Feuilletons und so weiter. Und dann eben auch einer der wenigen war in seiner Generation, die eine bestimmte Verbindung von Vision, Perspektive und vor allen Dingen auch Überblick hatte. Also er war einer der nachmetaphysischen Denker, die trotzdem versucht hatte, das Ganze irgendwie in den Blick zu kriegen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ich denke, wir kommen da noch genauer dazu. Wir gehen da gleich noch genauer drauf ein. Ich habe es eingangs schon kurz erwähnt. Bekannt ist Hans Blumenberg vor allem als großer Unbekannter. Also er wird sehr gerne stilisiert zum rätselhaften Eremiten, der die absolute Zurückgezogenheit suchte, der fast schon heimgesucht war von einer großen Menschenscheu. Zum Beispiel Sibylle Levitscharow zeichnet dieses Bild von ihm in ihrem Roman Blumenberg, aber auch andere Biografien greifen dieses Bild auf und schreiben es weiter. Sind Sie denn einverstanden mit diesem Porträt von Hans Blumenberg? Naja, also ja und nein. Also wir kommen natürlich auf dieses Bild nicht durch Zufall. Hat sich in letzter Zeit so als Mythos Blumenberg verfestigt. Und das kommt nicht von ungefähr, weil er gerade in seinen späten Jahren ja selber daran gearbeitet hat. Und durch diese Rückzugsfigur, dadurch, dass er nicht mehr mit den Leuten gesprochen hat, auch in seinen Vorlesungen, solange er noch an der Universität war, Fragen abgelehnt hat, sondern sofort wieder verschwunden ist nach der Veranstaltung, dass er eigentlich kein Bild zugelassen hat, aber dann doch wieder zumindest eins und so weiter. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil er nicht immer so war. Ja, er war im Gegenteil zunächst mal ein sehr aktiver, sehr öffentlicher, sehr zugewandter Mensch, gerade in seinen frühen Jahren in der Kieler Zeit. Er war sehr stolz auf seine Veranstaltungen, also seine Vorlesungen und seine Seminare. Er war dann in den 60er Jahren, als er in Gießen war und nachher in Bochum, institutionspolitisch sehr aktiv. Also um nur ein Beispiel zu nennen. Hermann Lübbe, der in den 60er Jahren dann Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen war, holte Blumenberg 65 nach Bochum, weil er der Meinung war, das ist ein extrem aktiver Mann, der kann uns helfen, die Universitätslandschaft aufzubauen. Das war die Zeit der Universitätsreform. Bochum wurde gegründet, Bielefeld wurde gegründet. Blumenberg war Mitglied im Beirat zur Gründung der Universität Bielefeld und so weiter und so fort. Er gründete mit die Arbeitsgruppe Poetik und Hermeneutik. Und was sehr, sehr wichtig für ihn war, war der interdisziplinäre Dialog. Also er war jemand, der
sehr stark auf Dialog setzte. Und dieser Eremit ist eher eine Rückzugsfigur, die am Ende steht, die auch ein bisschen aus Enttäuschung, weil die Ideen, weil die Interdisziplinarität nicht so funktioniert und so weiter. Zum anderen, der andere Grund, warum er sich zurückzog, wahrscheinlich war auch ein bisschen, dass er dann merkte, so gegen Ende der 60er Jahre, mir läuft die Zeit weg. Also ein Porträt, das eher zum älteren als zum jüngeren, ja, Blumenberg passt. Hans Blumenberg ist 1920 in Lübeck geboren und seine Mutter stammte aus einer jüdischen Familie. Das heißt, während des Nationalsozialismus musste der junge Hans Blumenberg schwere Demütigungserfahrungen über sich ergehen lassen, Verfolgung und Zwangsarbeit durchstehen. Und trotzdem ist Hans Blumenberg immer in Deutschland geblieben und hatte später auch ein erstaunlich unbeeindrucktes Verhältnis zu Theoretikern, die ganz eindeutig eine nationalsozialistische Vergangenheit hatten, wie zum Beispiel Gehlen, Rothacker oder Heidegger. Wie würden Sie also Hans Blumenbergs Verhältnis zu Deutschland, zu seiner Heimat charakterisieren? Ja, es ist schwierig, es ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich versuche ja in meinem Buch, was ich eben schon bei der anderen Frage auch angedeutet habe, nicht nur Philosophy in Action oder nicht nur das Denken in Bewegung zu zeigen, also wie sich Blumenbergs Theorie geändert hat und wie er sich auch als Mensch entwickelt hat. Es gilt auch in diesem Punkt, auch da gibt es eine Entwicklung. Und dazu muss man sich, glaube ich, erstmal verdeutlichen, in welchem Kontext, in welchem Milieu er groß geworden ist. Er ist ja nicht wie meinetwegen Adorno oder Krakauer oder solche Philosophen in einem, im Fall Frankfurter jüdischen Milieu oder so, aufgewachsen und musste dann auch emigrieren oder so, sondern er ist aufgewachsen in Lübeck, geboren 1920 als Sohn eines katholischen Vaters. Die Jugend war auch deutlich katholisch geprägt und war dann im Katharineum, einer Eliteschule. Und das ist der Punkt. Lübeck war ja mehrheitlich, und genauso war das Katharineum, protestantisch. Und Juden waren da eine kleine Minderheit und Katholiken waren da noch eine kleinere Minderheit. Die kamen kaum vor. Aber er war sehr gut eingebunden in seinem Klassenverband. Er hatte eine große Anerkennung unter seinen Mitschülern. Diese Mitschüler spielten auch in den späteren Jahren eine wichtige Rolle. Er hat also immer noch Briefkontakt gehabt. Und dann gab es so ein klassisches Setting, also diese Klasse, die ihn getragen hat, und die Parallelklasse, die einen Nazi als Klassenlehrer hatte und die dagegen hielt. Und das war diese Mischung aus großer Anerkennung und Ablehnung, die er erfahren hat. Und das war, glaube ich, auch ein treibender Punkt. Er wollte zunächst eigentlich immer anerkannt sein, was zu so Kuriositäten führte, die aus unserer Sicht merkwürdig sind, dass er dann 39, als er gemustert wurde, er wurde ja zunächst gemustert und dann aber zurückgestellt, weil die sogenannten, wie es damals hieß, jüdischen Mischlinge nicht eingezogen wurde. Er empfand das als Kränkung, weil er nicht dabei sein durfte. Er wollte mit seinen Kameraden, mit seinen Klassenkameraden in den Krieg ziehen, weil er war Teil dieser Gemeinschaft und machte dann Eingaben, um doch noch eingezogen zu werden. Und das wurde zurückgewiesen. Und natürlich änderte sich das im Verlauf seines Lebens. Und das hat viel damit zu tun, was er auch an sonstigen Erfahrungen gemacht hatte. Und es ging auch zunächst mal so, dass er während seines Studiums und dann in den ersten Jahren an der Universität einfach anerkannt, diese Anerkennung gesucht hat und auch als Primus inter pares und immer skeptischer wurde, je mehr Zurückweisung er auch erfahren hat oder meint erfahren zu haben. Auch das ist nicht immer ganz klar zu entscheiden. Es klang jetzt gerade bei Ihnen schon so ein bisschen an, Hans Blumenberg war kein ganz einfacher Charakter. Er war sehr ehrgeizig, extrem leistungsorientiert, hat zum Beispiel seine eigenen Lektüren auch ganz aufwendig dokumentiert, hat das Gelesene sogar mit Schulnoten versehen und bewertet. Und gleichzeitig war er sehr kränkbar, also so kränkbar, dass er während seines Lebens immer wieder mit engen Kollegen, mit intellektuellen Weggefährten, teilweise sogar auch mit seinen Herausgebern gebrochen hat. Wie würden Sie diese Blumenbergsche Empfindlichkeit, wie würden Sie die beschreiben oder verstehen vielmehr? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, weil man dann sehr schnell in Gefahr läuft, in so eine Küchenpsychologie abzugleiten. Also ich möchte mich da so ein bisschen vorsichtig bedeckt halten, aber
sicher ist, dass er sehr viel von sich selbst verlangt hat und sehr von sich selbst erwartet hat, also an sich selbst große Ansprüche gestellt hat. Und die hat er dann auch an andere gestellt. Also die meinte er dann auch an andere stellen zu dürfen. Und das war ihm wichtig. Und da gibt es zum Beispiel eine sehr schöne Szene aus den 50er Jahren, als er an der Universität Kiel war. Und sein Doktorvater war Ludwig Landgrebe und der war dann auch sein Dienstherr, als er Assistent war nach der Habilitation noch. Und er sagte als in irgendeinem Streit mal, ich weiß, dass Sie schlimme Erfahrungen gemacht haben, aber unterstellen Sie doch mal ein bisschen mehr guten Willen bei den anderen, dann machen Sie sich und den anderen leichter. Und da war er natürlich erbost, weil das schob ein Problem, das er für ein sachliches oder ein Problem des Anstands hielt, in die Psychologie und sozusagen das in seine eigene Psyche. Und das mochte er gar nicht. Und das wies er ganz entschieden zurück. Also das war fast der Grund für einen Bruch. Also es ist dann nicht so schlimm gewesen. Aber das war etwas, was er absolut zurückwies. Und es wurde dann aber teilweise eben doch im Laufe des Lebens schwieriger. Kommen wir mal auf Blumenberg als Philosophen zu sprechen. Fast könnte man ja meinen, es sei ein Zufall gewesen, dass er überhaupt zur Philosophie kam. Es war so, dass die Philosophie 1939 für ihn eines der ganz wenigen Fächer überhaupt war, in das er sich noch einschreiben konnte, als von den Nazis klassifizierter Halbjude. Er entwickelte dann sehr schnell einen großen Ehrgeiz im Fach. Wie kann man aber erklären, dass er so früh sich interessierte für wissenschaftshistorische Fragestellungen, obwohl die Wissenschaftshistorie zu dem Zeit im Zentrum der akademischen Philosophie eigentlich keine große Rolle spielte? Ja, also zunächst mal, er war ja eingeschrieben für Theologie. Also er konnte, er war an privaten, nämlich an katholischen Hochschulen 39 für zwei Semester, erst in Paderborn und dann in St. Georgen bei Frankfurt. Und das war aber ein sehr stark, da haben Sie recht, philosophisch geprägtes Studium. Nun war es so, dass er dieses Interesse an Wissenschaften oder an Naturwissenschaften und auch an Wissenschaftsgeschichte eigentlich sehr früh schon hatte. Das kann man jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber wir wissen zum Beispiel, er hat im Alter von 12 begonnen, eine Zeitschrift herauszugeben, bis er ungefähr 15 war. 4 Jahrgänge, der letzte ist überliefert, die hieß Erdball und Weltall. Und wenn man sich also diesen Jahrgang, der überliefert ist, anguckt, man hat lauter Themen über Relativitätstheorie, Wissenschaftsgeschichte, Kepler kommt schon vor, Kopernikus kommt schon, also und relativ wenig Theologie oder überhaupt keine Theologie übrigens. Also diese Fragen waren sehr früh präsent, aber sie waren eingebunden in ein, und das ist dann eigentlich schon wieder nicht so ungewöhnlich, ein kosmologisches Interesse. Also was ihn interessierte, ist eigentlich die Frage, was die Welt zusammenhält. Und es geht beim späteren Blumenberg auch dann immer um nicht die Frage der Wahrheit, sondern um den Wirklichkeitsbegriff. Welchen Kontakt hat der Mensch zur Wirklichkeit, beziehungsweise wie scheidet er sich von der Wirklichkeit, wie unterscheidet er sich überhaupt erstmal von der Wirklichkeit? Und in diesem Zusammenhang stellen sich ihm die Fragen auch nach der Wissenschaft, aber nicht nach der Wissenschaft alleine, zum Beispiel auch die nach der Technik. Und das war eigentlich für die Zeit erstmal gar nicht so außergewöhnlich, also man muss einfach an die Nihilismusdebatte nach dem Krieg denken oder so, wo es darum geht, also sind wir eigentlich auf dem falschen Weg mit unserer Tendenz zur Naturbeherrschung und so weiter und so fort. Was eher ungewöhnlich, und da ist eher eine Ausnahmeerscheinung für ihn war, ist die andere Wertung. Also Sie müssen ja sehen, dass in dieser Zeit nach dem Krieg es eigentlich so eine Art Zweiteilung gab. Es war ein öffentlicher, durch das Wirtschaftswunder und so weiter, eine sehr positive Einstellung zur Technik und zur Wissenschaft. Aber auf der Philosophie-Seite unter den Fachphilosophen gab es einen großen Konservativismus. Und die Technikphilosophie und die Wissenschaftsphilosophie war eigentlich sehr, sehr konservativ. Also denken Sie an Heidegger, denken Sie an Leute wie Friedrich Georg Jünger, an Freier und so weiter. Und Blumenberg war jemand, der von sehr früher Zeit an eigentlich mehr die Gegenlinie steuerte und einen sehr positiven Blick auf Technik und Wissenschaft hatte und mehr auf das Thema die Selbstbestimmung des Menschen abzielte.
Ganz einzigartig war auch seine sogenannte Metaphorologie, also da analysierte er die Bildsprache innerhalb der Philosophiegeschichte und entwickelt da tatsächlich ein sehr unorthodoxes, sehr kreatives Denken, bewegt sich methodisch auch ziemlich weit weg, Sie haben das gerade schon angesprochen, vom damaligen philosophischen Kanon, erlaubt sich zum Beispiel literarische Zugänge, entdeckt das Anekdotische für sich, erschüttert immer wieder das scheinbar Selbstverständliche. Gleichzeitig könnte man da fast sagen, da ist eine gewisse Nähe zu seinen französischen Zeitgenossen zu entdecken. Aber die Frage ist, hat er die eigentlich überhaupt gelesen? Hat er zum Beispiel Michel Foucault wahrgenommen? Also, wir wissen ja, weil er, Sie haben das vorhin schon erwähnt, Lesetagebücher, also Leselisten geführt hat, relativ genau, was er wann und mit welcher Begeisterung gelesen hat. Das ist nicht ganz verlässlich, also manchmal, es gibt bestimmte Gründe, warum er nicht was, etwas nicht eingetragen hat, aber wir können relativ genau sagen, was er gelesen hat. Und deswegen kann ich auch jetzt mit ziemlicher Überzeugung sagen, dass er das, also was wir heute unter französischer Philosophie verstehen, also natürlich nicht die Kollegen, die über Aristoteles geschrieben haben oder Plotin oder so, das hat er schon gelesen, also die Poststrukturalisten oder so, hat er so gut wie gar nicht gelesen. Foucault hat er einen Band, nämlich Sexualität und Wahrheit, in den späten 70ern, als er erschienen ist, gelesen, war entsetzt, fand es wie ein banales Machwerk und hielt sich da völlig von fern. Oh, das ist jetzt das Anekdotische, Sie können natürlich die Frage andersrum stellen und sagen, es gibt aber objektive Übereinstimmungen vielleicht, wie, wenn wir uns als Leser fragen, wie verhält sich das zueinander, gibt es da Nachbarschaften, kann man sagen, in der Tat gibt es Leute, die das so lesen und die daran weiterarbeiten und das beides auch zusammen lesen wollen. In der Tat gibt es aber doch einen großen Unterschied. Also Blumenberg ist, also verglichen zum Beispiel mit Foucaults Les Mots et les Choses, auch im Detail sehr viel historischer. Also die Brüche, die Episteme-Brüche bei Foucault sind bei ihm sehr viel historischer aufgelöst und durchgearbeitet. Aber es ist ja interessant, denn obwohl Blumenberg Kontingenz so groß schreibt, also wirklich viel Wert darauf legt, dass gesellschaftliche Begebenheiten, auch wissenschaftliche Durchbrüche eben gerade keine geschichtlichen Notwendigkeiten sind, sondern immer Produkt von gesellschaftlichen Auseinandersetzungs- Entwicklungsprozessen, obwohl sein Denken also in diesem Sinne überhaupt nicht konservativ ist, lehnt er aber die 68er-Bewegung, also diejenige Kraft, die damals tatsächlich auf die Straße geht und für Veränderungen kämpft, die lehnt er grundweg ab. Wie passt das zusammen? Warum ist das so? Dazu muss man sehen, also ich meine, er war sicherlich politisch eher konservativ, davon mal abgesehen. War es auch so, dass die Situation an der Universität ihn beunruhigte. Und das ist kein so großer Unterschied, weil es das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ihn erinnerte das in vielen Details, glaube ich, einfach an seine Jugend, an den Nationalsozialismus. Und da haben sie durchaus Parallelen zu Leuten wie Adorno oder Habermas, die ja ähnliche Züge an den 68ern gesehen haben oder sehen wollten. Es war also erstmal so eine habituelle Vorsicht und ein Abgestoßensein, was aus dieser Geschichte her kommt. Und das andere ist natürlich, das macht sich sehr schön deutlich an einem Streit, den er mit einem Kollegen hat, das ist die Kritik des kritischen Gestus. Er sagt, da gibt es jetzt unheimlich viele Leute, die kritisieren alles Mögliche, also Kritik wird ja zum Lebensgefühl, und die kritisieren mich oder andere, ohne bisher selber etwas vorgelegt zu haben, was selbst kritikwürdig gewesen wäre. Also sozusagen, jetzt mal ganz banal gesagt, leistet erst mal selber was, bevor er an mir rumnörgelt. Er hat sich auch zeitlebens dagegen verwehrt, die Philosophie selbst als gesellschaftliche Kraft zu verstehen, also als eine Disziplin, die ihrerseits in den Raum des Politischen eingelassen ist und auf diesen zurückwirkt. Warum war es ihm denn so wichtig, die Philosophie da als unpolitisch zu begreifen? Ja, also weiß ich, wie stark man sagen kann, das ist unpolitisch. Aber auf alle Fälle wollte er, dass die Philosophie nicht instrumentalisiert wird. Also das war also seine große, und zwar generell, nicht nur von der Politik, also auch von naturwissenschaftlichem Denken, von ökonomischem Denken. Also er hat immer
darauf gesetzt, dass die Philosophie eine unabhängige Instanz bleiben muss. Das machte sich an einer Stelle sehr, sehr schön deutlich. Anfang der 60er Jahre hielt er zwei Vorträge, die sehr ähnlich waren, wo es darum ging, wie verhalten sich denn Philosophie, Weltanschauung, Weltbild und Weltmodelle, Theorie zueinander. Und da sagt er, es gibt jetzt die Forderung, gerade im Kalten Krieg, gerade im Ost-West-Konflikt, dass wir im Westen etwas Ähnliches haben, was in der DDR, was in der Sowjetunion der Marxismus leistet, nämlich eine Theorie, ein Weltbild zu liefern für eine politische Grundkonstellation. Und das sagt er, das dürfen wir auf keinen Fall machen. Die Philosophie darf sich da nicht in den Dienst der Politik stellen. Also wir dürfen jetzt nicht eine Philosophie der freien Welt oder so da installieren, weil wir uns nicht instrumentalisieren lassen dürfen. Wir dürfen uns unser Denken nicht verengen zu einem Weltbild. Schon deshalb nicht, weil das nicht mehr funktionieren würde. Also unsere Perspektive, unser Horizont hat sich so geöffnet, dass jedes künstliche Weltbild eigentlich die Sache verengen würde. Wir müssen diesen Spielraum behalten, wir müssen diese Möglichkeit unabhängigen Weiterdenkens behalten. Und vielleicht ein letztes Wort dazu, ganz wichtig, während seiner ganzen Karriere, während seines ganzen Denkwegs war der Begriff der Freiheit. Es ist nicht so manifest, aber wenn man genauer hinguckt, merkt man, dass überall sich durchzieht dieser Gedanke der Philosophie der Freiheit, von den frühen Sachen der Auseinandersetzung mit Sartre bis hin zu dem Nachdenklichkeitsbegriff in den späten Jahren. Herr Zill, zum Schluss gefragt, wir feiern ja dieses Jahr den 100. Geburtstag von Hans Blumenberg. Am 13. Juli ist es soweit und wir tun das inmitten der Corona-Krise, in einer Zeit, also in der Stabilität vollends zum Fremdwort geworden ist. Wenn wir Hans Blumenbergs Werk vor diesem Hintergrund neu entdecken wollen oder wiederentdecken wollen, zu welchem Buch greifen Sie dann zuerst und warum? Das ist eine interessante Frage, die ist mir schon öfter gestellt worden. Es ist nicht ganz leicht zu beantworten. Gerade vor dem Hintergrund einer Corona-Krise, die uns vielleicht oder zumindest bisher Zeit gelassen hat, auch mal dicke Bücher zu lesen, würde ich sagen, ja, dann ist das ist die Chance mal, die Sachen zu lesen, die man sich sonst einfach nicht gönnt, weil sie zu dick sind, wie die Genesis der kopernikanischen Welt. Das ist das Buch, was Blumenberg für sein Hauptwerk gehalten hat. Gut, das muss man natürlich dann auch mit Abstrichen sehen. Vielleicht ist man jetzt nicht so tief in der Geschichte des Weltbilds und der Naturwissenschaften verankert. Sicherlich ist uns etwas wie Lebenszeit und Weltzeit näher. Aber wenn es um ein Buch geht, wo man ihn kennenlernen will, würde ich nach wie vor sagen, obwohl das nicht sein Lieblingsbuch war und er das eher so als Nebenbeiprodukt ansah, Arbeit am Mythos. Da haben sie nämlich alles zusammen. Da haben sie die Theorie der Bedeutsamkeit, da haben sie seine spätere Anthropologie, da haben sie die Theorie der Unbegrifflichkeit. Also da kommt sehr viel zusammen, was man sehr kompakt, kompakt immerhin auf 700, 800 Seiten, ja, also, aber doch vergleichsweise überschaubar an Blumenberg kriegen kann. Herzlichen Dank, Herr Zill, für diese feinsinnigen Einordnungen zu Hans Blumenbergs Werk und Leben. Und damit geht diese Ausgabe von Surkamp Diskurs auch schon zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.